Ja! Ah! Das brennt! Man schaut in den Spiegel und man schaut einfach aus wie ein Stück Scheiße. Hast du mich blöd angeschaut? Hat das Lock goes forever! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, geht es heute um einen Formchip bzw. um eine Bewerbung für die Evo Classic. Das einzige Problem ist, dass die Evo Classic rund 3 Wochen vor der AMWF ist. Sprich, ich muss dann noch schneller shredded sein. Ich habe nichts zu verlieren, außer meine schlitzige Wenigkeit. Schau irgendwie witzig aus, irgendwie so wie ein Hobbyangler. Und einem Dogebrötchen. Hat was, oder? Los geht's. So, jetzt bin ich in Grafenwörth angekommen. Hier im Hintergrund Springbrunn Fitness zu sehen. Es ist 22.55 Uhr. 23 Uhr macht der Schranken zu und da kommt niemand mehr rein. Verdammte Scheiße. Aber Gott sei Dank ist Luan zur Stelle. Ich wäre jetzt nicht reingekommen. Servus, was läuft? Es ist zugesperrt gewesen. 23 Uhr? 22.57 Uhr. Ah. Weißt du, ich mache einen YouTube-Vlog und ich dachte mir so, oh, ich komme vor 23 Uhr. Also ist es wahrscheinlich um 22.55 Uhr aus. Jetzt haben wir ein leeres Gym für uns. Ich muss heute den Formcheck machen. Jetzt habe ich mich ein bisschen mit dem Luan verquatscht. Das ist jetzt mittlerweile kurz vor Mitternacht. Also eine Stunde ist seither vergangen. Ich habe bestimmt 5.000, 6.000 Schritte während dem Tratschen gemacht. Also ich gehe die ganze Zeit hier herum, weil hier ja niemand ist. Aber Gott sei Dank ist der Luan hier gewesen, weil sonst wäre ich nicht reingekommen. Also 5 vor 11 sperrt das Gym zu. Jetzt weiß ich es zumindest. Hier habe ich mein ganzes Equipment gelassen und ja, hier ist eine professionelle Kamera, die ich nicht professionell bedienen kann. Aber ich denke, mit diesem 42,5 mm Objektiv kann man nicht so viel falsch machen. Wir fangen mal an mit der Push-Session und los geht's. Ja, yes, baby. Ja, scheiße, es geht nicht mehr auf. Scheiße. Oh, scheiße. Ah, das ist leicht. Yes. Einfach, weil ich jetzt Bock habe, mache ich jetzt ein bisschen Butterfly. Soll ja eine Pump-Session sein. So trainiere ich für gewöhnlicherweise nicht. Aber heute schon. Also. Ja. Der war gut. Diese Beine, nicht zu sehen, kurz zu mir an. Bisschen leicht, aber. Yeah! Oh. Das brennt! Nicht. Wenn du Spaß, das brennt gar nicht mehr so. Ich merke jetzt nicht so richtig etwas, dass ich aufgepumpt bin oder so. Bodydysmorphia. Keine Ahnung. Ach, man schaut in den Spiegel und man schaut einfach aus wie ein Stück Scheiße. Das nervt. Oh ja! 37! Doch nicht. Ah. Nein! 54! 55! Wie was? Mal diesen Scheiß Gurt weg. Komm schon! Diesen Babygewicht braucht mir kein Gurt, oder? Meine Schulter! Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, die perfekte Position zu finden. Mal ist der Kopf abgeschnitten, das Stativ steht schon 20 Meter weit weg von mir. Hier müsste ich mich etwas bücken. Ich weiß nicht mal, welches Gewicht ich hammercurlen soll. Was sind denn das jetzt? 32er? Mal sehen, ob ich für wie oft das geht. Eins. Es geht. Ja! Ja! Schlappig! Aber da! Ne Spaß, wir wollen ja nur saubere Wiederholungen. Daher machen wir das jetzt mit
zwischen zwei von. Also los geht's. Eins. Zwei. 24. 34. 41. 42. 47. Irgendwie witzig, alleine hier so um 2 in der Früh zu trainieren. Keiner hört dich, keiner sieht dich. Du kannst alle Dämonen rauslassen. Einfach so! Wäre das etwas cringe, würde die junge Generation sagen, ne? Wo ist denn der Lichterle? Schau dir das an. Von hier sieht man mich. Aber hier sieht man mich auch. Schau irgendwie dünn aus, verdammt. Naja, könnte schlimmer sein. Ein bisschen kommt die Schulter raus. Ein bisschen die linken Äderchen. Ja. Spannen wir mal an hier. Machen wir mal rechts. Ein bisschen Trizeps machen wir noch. Siehst du mich? Immer Augenkontakt halten. Eins. Schau mal die Augen. Zwei. Drei. Ich sehe dich. Schau mir in die Augen. Es ist ganz wichtig, dass du mir in die Augen schaust. Hast du mich verstanden? Keine Schwäche zeigen jetzt. Schau mir in die Augen, habe ich gesagt. 27! Du sollst mit mir mitleiden, wenn du mir schon zusiehst. 29! 30. Ich sehe, wenn du wegschaust, du sollst doch nicht weiterschalten. Scheiße. Teilweise erinnert mich dieses Outfit an Blood in, Blood out, Vatos Locos forever. Jetzt kann ich ein bisschen rumblödeln. Was für ein Rückenpump. Easy! Yes! Come! Come! Ha! Ein bisschen Cardio machen. Ha! Komm her! Zitter nicht! Yes! Cheat dich! Wenn man nicht mehr so viel Fett an den Hüften hat, kann man tatsächlich seinen Tanktop etwas reinstrecken. Und natürlich das Wichtigste kommt zum Schluss, also bevor dieser Funcheck passiert, passieren jetzt Liegestütz. Wow! Au! Was war das jetzt für eine Scheiße? Das war jetzt nicht so geplant, ja? Während meinem Hechtsprung habe ich meinen Knöchel angehaut. Wow! Ja! Yes! Yes! Jetzt machen wir einen Liegestütz. Du schaffst es So Leute, das war's glaube ich mit dem Formcheck. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen halbnackt, bin ich ja gewohnt von meinen Formchecks. Nur mit etwas weniger Socken, würde ich sagen. Es ist keine Socke. Wirklich keine Socke. Ja, jetzt hat die Kamera doch den Geist aufgegeben, aber Gott sei Dank habe ich eine Powerbank und ein iPhone mit. Rettet mir immer wieder den Arsch. Auf jeden Fall war das eh fast das Ende. Ihr habt die Form gesehen. Ich werde das jetzt der Evo Classic, also dem Evo Team, weiterschicken. Und falls ich angenommen werde, mache ich Anfang Oktober mit.
Falls nicht, ist wie geplant am 21. Oktober der ANBF. Es ist schon ein cooles Gefühl, immer der Breiteste im Gym zu sein. Hat was, gell? Ihr habt die Möglichkeit, hier unten mich zu abonnieren. Es würde mich freuen, aber wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal, schlitzliche Grüße und immer euren Arsch waschen. Toilettenpapier reicht nicht. Hier, seht ihr diese verkackte Fliege? Ich weiß nicht, ob sie trägt. Ah, hab ich dich! Ich hoffe, ich hab sie. Schau, irgendwie witzig aus mit dem Gürtchen. Sagt ihr? Diese Kack Neurodermitis. Verdammte Kacke. Schweißig, kalter Schweiß, furchtbar. So.